gezielter Tritt gegen einen Journalisten des ARD-Teams vorige Woche in Berlin. Vorher gab es Lügenpresserufe. Kennt man ja sonst eher von Pegida. Gewalt gegen Journalisten. Darum geht es jetzt bei ZAPP. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Wochen protestieren hierzulande Verschwörungsideologen unterschiedlichster Couleur gegen die in ihren Augen zu strengen Corona-Maßnahmen. Einige vermuten dahinter einen geheimen Plan, die Weltbevölkerung durch eine Corona-Impfung schrumpfen zu lassen. Was sind das für Leute und was wollen sie? Um das herauszufinden, waren auch Reporterinnen und Reporter bei den Demos vor Ort, wie das eben ihr Job ist. Doch den zu machen wurde für sie zunehmend gefährlich. Denn längst gehört die Presse zum Feindbild dieser Verschwörer. Nils Altland und Inga Martwig. Bloß keine Action verpassen. Demo gegen die Corona-Verordnungen am Samstag vor dem Berliner Reichstag. Es sind fast genauso viele Journalisten gekommen wie Demonstranten. Viel Aufmerksamkeit für einen bunten Haufen von Verschwörungsideologen. Initiator des Protests? Der als Vegankoch bekannt gewordene Attila Hildmann. Er posiert erst bereitwillig für die Journalisten und macht im nächsten Moment Stimmung gegen sie. Sie haben euch nichts erzählt haben. Sie haben euch alles verschwiegen. Ja, wir wollen nicht uns über Coronaviren unterhalten. Das müssen wir. Die sogenannten Qualitätsmedien. Wir fragen Journalistinnen danach, wie solche Anfeindungen auf sie wirken. Die meisten möchten nicht vor die Kamera. Sie wollen keine zusätzliche Angriffsfläche bieten und außerdem nicht den Eindruck erwecken, dass solche Angriffe Wirkung zeigen. Nur wenige teilen ihre Sorgen. Dieses Demo-Geschehen, wie erlebst du das gerade als Journalist? Hast du das Gefühl, da gehen bestimmte Gefahren für dich aus davon? Ja, also Aggressionspotenzial ist da und in manchen Leuten, gerade in den Rednern, sieht man diese Wut und dass sie aggressiv werden. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da vielleicht dann auch mal der Funke überspringen kann, dass man da vielleicht nicht mehr so ganz sicher ist, ne, wie auf anderen Veranstaltungen. Die Leute sagen dir halt ins Gesicht, dass sie dir nicht vertrauen und dass du eh von Gates bezahlt bist und dass sie sozusagen, genau, dir halt einfach nicht über den Weg trauen und dass sie dich verachten. Auch körperliche Gewalt gegen Journalisten hat es bei Demos in den vergangenen Tagen gegeben. Medien berichteten. Piss dich mit deiner scheiß Kamera, du Fotze! Ein 23 Jahre alter Mann aus der rechtsextremen Szene beschimpfte einen WDR-Reporter und schlug ihm die Videokamera aus der Hand. Diese flog daraufhin seinem Kollegen an den Kopf und verletzte ihn leicht. Bei einem Protest vor dem Reichstag in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen ist ein Kamerateam der ARD angegriffen worden. Am Rande einer sogenannten Hygienedemo am Nachmittag wurde ein ZDF-Kamerateam brutal attackiert und krankenhausreif geschlagen. Ein Angriff von bis dahin ungekannter Brutalität. Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass die Täter der linken Szene angehören. Das Motiv noch immer unklar. Die Uni Bielefeld hat Anfang Mai eine Studie zu Hass und Angriffen auf Medienschaffende veröffentlicht. 322 Journalisten wurden dafür anonym online befragt. 16,2% gaben an, im Laufe ihres Berufslebens mindestens einmal körperlich angegriffen worden zu sein. Fast genauso viele hätten schon einmal eine Morddrohung erhalten. Auch Lutz Kinkel klärt über Gewalt gegen Journalisten auf. Er meint, von der neuen Protestbewegung gehe auch eine neue Gefahr aus. Wir haben jetzt im Moment eine ganze Menge Verschwörungstheoretiker, die durch Deutschland marschieren, die tatsächlich glauben, Bill Gates beispielsweise hätte diesen Virus erfunden, damit er später Impfstoffe verkaufen kann, oder er wolle Chips unter die Haut implantieren und dergleichen Unsinn mehr. Diese Verschwörungstheoretiker haben einen Feind und das sind Journalisten, weil sie glauben, die Journalisten unterdrücken diese Wahrheit und betrügen sie. Und wenn man Journalisten als Feindbild postuliert, senkt man damit auch die Hemmschwelle zur körperlichen Gewalt. Wir besuchen eine weitere Demonstration rund um den Alexanderplatz. Die Stimmung ist aufgeheizt. Hippies mit Dreadlocks protestieren neben Typen, die aussehen wie Hooligans. Das Publikum schwer einzuordnen. Manches erinnert eher an eine Saufparty. Plötzlich kommt es zum Handgemenge.
Warum, konnten wir nicht sehen. Sofort holen die Polizisten Verstärkung. Es wirkt so, als ob manche Demo-Teilnehmer die Konfrontation bewusst suchen. Für die Journalisten ist die Lage kaum zu überblicken. Wir halten Abstand und sind froh über den Personenschützer, der uns heute extra begleitet. Auch andere Teams haben heute Security mitgebracht. Wir erfahren, der Personenschutz ist auch eine Konsequenz aus den Angriffen der letzten Tage. Wir haben ja auch eine Verantwortung. Also ich bin die Redakteurin in diesem Team. Ich habe auch die Verantwortung für das Team. Und da bin ich total froh, dass ich nicht alleine hier stehe und dafür sorgen muss, dass es uns dreien gut geht, sondern dass ich zwei Fachmänner dabei habe, die im Notfall einschreiten können. Fehlende Sicherheit. Für den Journalismus hat das Konsequenzen. Laut Studie sehen 62% der Journalisten Freiheit und Unabhängigkeit journalistischer Arbeit in Deutschland bedroht. Mehr als die Hälfte äußert Verständnis dafür, wenn Kolleginnen aus Sorge vor Angriffen nicht berichten. Es gibt auch Journalisten, die sich inzwischen weigern. Und auch das ist verständlich, weil sie sagen, ich werde mich dem nicht aussetzen, ich setze mich dieser Aggressivität nicht aus und ich muss auch meine Familie in Schutz nehmen. Das alles kann dazu führen, dass die Berichterstattung über Demonstrationen deutlich abnimmt und dann haben wir blinde Flecken. Und diese blinden Flecken sind tatsächlich eine Einschränkung der Pressefreiheit. Vor allem für freie, selbstständige Journalisten bleibt oft nur die persönliche Abwägung. Setze ich mich dem Risiko aus? Einige Demonstranten fühlen sich am Samstag offensichtlich von der Presse provoziert und filmen zurück. Wir erleben heute keine Anfeindungen, nur ein paar böse Blicke. Trotzdem ist klar, wir sind hier allenfalls geduldet. Es gibt ja auch Leute unter den Kollegen, die sagen, willst du überhaupt dahin gehen? Ist es nicht provokant, jetzt überhaupt sich als Journalist nach allem, was in den letzten Tagen passiert ist, auf solche Demos zu begeben? Und ich sehe das ganz klar so, dass man gerade jetzt, also wenn es sich auch gegen die Presse richtet, dann muss man weiter dahin gehen, weiter darüber berichten und dann darf man nicht da einknicken und man darf sich vor allen Dingen auch nicht einschüchtern lassen. Sich nicht einschüchtern lassen und sich gleichzeitig schützen. Das wird in diesen Tagen für viele Journalisten zur Gratwanderung. Aufgerufen zu den Protesten hatte, wir haben es eben gesehen, der Vegan-Koch Attila Hildmann. Und der hat uns fürs Durchgezappt so viele Steilvorlagen geliefert, da konnte Timo Robben aus dem Vollen schöpfen. Durchgezappt. Der Otto der Woche. Der Weltuntergang naht. Dunkle Mächte wollen ja die Menschheit vernichten. Allen voran Bill Gates, der Teufel höchstpersönlich. Und die Medien hofieren ihn auch noch. Aber Gott sei Dank gibt es sie noch, die starken Männer, die unsere Zivilisation auf dem Nachrichtenschlachtfeld verteidigen. Zum Beispiel Attila Hildmann. Eigentlich Koch für Veganes. Doch da hört sein Kompetenzbereich noch lange nicht auf. Wenigstens nach eigener Aussage. Ich sehe mich als Aufklärer. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Schaltet euer Gehirn ein. An. Yes. Und er klärt uns jetzt anstatt über vegane Rezepte, über Zwangsimpfungen und den bösen Bill Gates auf. Und alle, die das nicht glauben, sind nur noch nicht aufgewacht. Oder, um es mit Attilas unvergleichlichen Worten zu sagen: Diese ganzen Schafe, die nun nachplappern. Meh, meh, Matt, Tagesschau sagt so, ich sag auch Tagesschau. Wie die Tagesschau sagt, meh. Messerscharf, wie gewohnt. Ein Beweis für die große Bill Gates-Verschwörung bleibt uns Attila allerdings schuldig. Wie er hier gekonnt auf den Punkt bringt. Wo kommen die Anhaltspunkte dafür her, dass das halt Elite gesteuert ist oder dass da wirklich Substanz dahinter ist? Das ist eine gute Frage. So tief bin ich überhaupt nicht in dem Thema drin. Okay, cool. Die mieseste Type der Woche, ganz ungeniert. Diese Influencer voll fick scheiß Trottel. Wir müssen reden über Oliver Pocher. Niveautechnisch ja eher schwer zu unterbieten. Und selbst von hier aus tritt er noch weiter nach unten.
Seit neuestem schießt Pocher auf Influencerinnen. Zum Beispiel Kim Zawel. Hier ganz harmlos. Also für alle Neuen, die dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen auf unserem Profil. Mit uns meine ich mich. Oder Anne Wünsche. Auch ihr Account glänzt mit eher arglosem Inhalt. Typisches Instagram allerlei. Kann man drüber denken, was man will. Pocher schießt mit seiner Kritik jedoch gelinde gesagt übers Ziel hinaus. Wie dieser Insta-Account eindrücklich zusammenfasst. Und ich hab Zeit. Ich mache euch alle tot. Ernsthaft. Ich kann nicht mehr, ey. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich's. Hast du übrigens die ganze Zeit klappert? Ich habe mir sogar Kette ans Handy gemacht. Eine Kette hast du ans Handy gemacht. Die kannst du gleich noch für was anderes gebrauchen. Danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Jetzt will RTL auch noch eine Show aus dem Müll machen. Großartig. Nun, aber nach unten treten können wir auch. Mit Hilfe der Antilopengang. Die haben es nämlich zusammen mit Harald Schmidt in diesem Song präzise auf den Punkt gebracht. Pocher, du bist eine kleine miese Type. Kleine miese Type. Oliver Pocher, kleine miese Type. Das Netzwerk der Woche. Erinnern Sie sich noch an diese wundervollen Bilder? Ach, schön. Putin auf der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneißl. Samt Knicks. Inzwischen ist Kneißl im Übrigen nicht mehr Außenministerin, sondern Kolumnistin. Und zwar folgerichtig beim russischen Staatsmedium RT. Dann hat sich der Knicks ja gelohnt. Das erste Thema ihrer Kolumne ist übrigens ein Lobgesang auf das Auto und den Verbrennungsmotor. Nun, auch das ist nicht ganz verwunderlich. Schauen wir uns doch mal die weitere Gästeliste der Hochzeit an. Dieser junge Mann war nämlich damals auch da, Mohammed Bakindo. Und das ist der Vertreter der ölexportierenden Staaten. Na, wenn das mal kein Fall für, Sie ahnen es schon, unseren Koch für alle Fälle, Attila Hildmann ist. Schaltet euren Gehirn ein an. Kennen Sie das hier noch? Dieses Bild, das Testbild, wie es eigentlich heißt, flimmerte im Fernseher, wenn das Programm beendet war. Da gab es dann eben nichts mehr zu gucken. Sendepause. Wegen Corona könnte das jetzt so ähnlich passieren, natürlich nicht so, aber Corona hat mittlerweile auch das TV-Programm infiziert. Fußball-EM und Olympia sind verschoben. Allein in der ARD müssen deshalb gut 220 Stunden Programm aufgeführt werden. Und auch bei Spielfilmen und Serien herrscht an den meisten Drehsets Stillstand. Aber die ersten fangen nun unter strengen Auflagen wieder an. In Lüneburg haben die Dreharbeiten für die tägliche ARD-Soap Rote Rosen wieder begonnen. Natürlich mit Abstand halten. Wie Herzschmerz und Corona zusammengehen, hat Gudrun Kirfel beobachtet. Also das geht gar nicht mehr. Auch das ist in Corona-Zeiten unmöglich. Noch nicht mal das geht im Moment. Dankeschön. 6 Wochen ruhten die Dreharbeiten bei den Roten Rosen. Seit vergangener Woche wird am Set wieder gearbeitet. Aber jetzt ist alles anders. Der Aufnahmeleiter heißt Till. Hier duzen sich alle. Sie nennen ihn auch die Corona-Polizei. Mit dem wichtigsten Utensil des Sets. Genau, das ist unser mobiler 150er. Den hat unser Produktionsleiter entworfen. Und der ist wirklich überall am Set immer mit dabei. Und damit können wir sicherstellen, dass die 150 eingehalten werden. Die Roten Rosen sind eine Serie im Nachmittagsprogramm der ARD. Eine Daily Novela. Seit 14 Jahren. Dafür muss jeden Tag eine Folge abgedreht werden. 50 Minuten. Heute wird am Gutshof gedreht. Mit dem Gutsbesitzer und viel Gefühl. Die 25 Leute am Set dirigiert der Regisseur. Und der muss nun für das Gefühl neue künstlerische Wege finden. Der ist jetzt hier rübergewandert quasi. Ich bin eingeklemmt. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich habe halt mir überlegt, es gibt eine Chance, das einfach so zu machen wie früher, in den 30ern, 40ern, wo man halt der Fantasie einfach mehr Raum gelassen hat. Ja, dann zeigt man eben einige Dinge nicht, die man sonst zeigt. Und das hat aber eben auch seinen Charme.
Statt Gefühle zeigen, heißt es jetzt Abstand halten. In der Corona-Pause wurden alle Drehbücher überarbeitet. Seitdem gilt: Küssen verboten. Anna, die in der Serie die Vivian spielt, muss jetzt ganz neue Ausdrucksmittel probieren. Liebesszenen in dieser Art gibt es halt leider nicht mehr. Also natürlich sagt man, man lässt es einfach über die Augen laufen. Also das Spiel findet halt dann mit Abstand statt sozusagen. Und man flirtet halt mit den Augen. Wie sieht denn ein sehnsüchtiger Blick aus? Kannst du das mal? Ja. Sag mal, nochmal. So ungefähr. Kommt natürlich auf den Spielpartner an, wie sehnsüchtig er ist. Im Moment dürfen auch weniger Personen am Set sein. Und die schaffen weniger Sendeminuten pro Tag. Ein Wettlauf mit der Zeit. Trotzdem, Corona soll auf keinen Fall in der Serie auftauchen, meint auch Gary, alias Thomas. Naja, wir sind so ein Produkt, was die heile Welt irgendwie schildern soll. Und vielleicht mittags oder nachmittags sollen die Leute einfach mal entspannen und keine Corona-Talkshow, keine Corona-Nachrichten und keinen Corona-Ticker haben. Mittagspause am Set mit Essen auf Abstand. Wir fahren in die Studios der Roten Rosen in Lüneburg. Hier werden die Innenaufnahmen gedreht und die Sicherheitsregeln sind noch strikter. Eine zweite Truppe dreht hier parallel an derselben Folge mit einer anderen Regisseurin und weiteren Schauspielern. Der Aufnahmeleiter hier heißt Eddie. Latten-Ed nennen ihn alle, weil auch er immer mit seiner Abstandslatte rumfuchtelt. Sogar während der Proben tragen hier die Schauspieler Mundschutz. In Proben ist es echt ein Problem, weil man den anderen einfach gar nicht richtig sieht. Man erkennt die Gesichtszüge nicht. Es ist so, ja, man hat immer das Gefühl, man fährt mit angezogener Handbremse. Schminken müssen sich die Schauspieler auch selbst. Die Maskenbildnerinnen dürfen nur noch daneben stehen und Tipps geben. Die eigentliche Maske ist verwaist. Dahinter sitzen die Drehbuchautoren. Sie haben die letzten Wochen auf Hochtouren gearbeitet, weil sie alle Drehbücher Corona-tauglich machen mussten. Kann er das nicht schon in der 28 sagen? Aber Corona in die Serie nehmen? Unmöglich. Wir können unsere Serie nicht unter Corona-Bedingungen erzählen, denn das würde ja bedeuten, dass alle unsere Figuren auch nur noch zu Hause sitzen, sich nicht mehr über den Weg laufen können und im Prinzip nur noch Geschichten erleben könnten mit den Menschen, mit denen sie in einem Haushalt leben. Trotzdem bleibt Corona überall präsent. Dem Produktionsleiter bescherte die Drehpause schlaflose Nächte. Kann man sich gegen Corona versichern? Nein, ein ganz klares Nein. Pandemien sind nicht vorhersehbare Sachen, wie wir, die Welt und alle jetzt gerade lernen. Da gibt es leider noch kein gängiges Versicherungsmodul. Jede Woche, die hier nicht gedreht werden konnte, hat viel Geld gekostet. Wie viel, wollte uns keiner verraten. Jetzt versuchen alle aufzuholen, was geht. Latten-Ed hat auch grünes Licht gegeben. Die Abstände passen. Es kann weiter gedreht werden. An Folge 3139. Bei ZAP haben wir heute ganz genau die 740. Folge im NDR-Fernsehen und sind ausnahmsweise selbst Teil der Mediennachrichten. ZAP muss ab dem nächsten Jahr mit weniger Geld auskommen. Das Budget wird um bis zu ein Drittel gekürzt. Und das beschäftigt uns natürlich sehr. Und wir überlegen hier gemeinsam, wie wir weiter guten Medienjournalismus machen, hier im Fernsehen und noch viel mehr im Netz. Grund ist ein riesiges Sparprogramm, das der NDR jetzt verkündet hat, in Höhe von 300 Millionen Euro. Eine gigantische Summe. Kürzungen bei Technik, Personal, aber eben auch im Programm. Und es könnte noch krasser kommen für alle öffentlich-rechtlichen Sender. Daniel Buß und Tim Kukral. Das Bücherjournal im Fernsehen gestrichen. Das Echo des Tages im NDR Radio auch. Genauso wie etliche Freiluftveranstaltungen, zum Beispiel die Sommertouren, wird sich der NDR künftig sparen. Und zum Beispiel Mein Nachmittag muss ab dem nächsten Jahr mit deutlich weniger Geld auskommen. Ein Grund: der Rundfunkbeitrag reicht nicht mehr.
weil Teuerungsraten nicht ausgeglichen wurden, weil mit Corona Einnahmen wegbrechen, aber auch, weil Beiträge für Zweitwohnungen wegfallen. Deshalb geht es ans Programm, auch im Ersten. Zum Beispiel steuert der NDR bald weniger Tatorte bei. Ein Rückbau auch bei der Gemeinschaft der ARD. Die Konsequenz? Das heißt, jetzt müssen auch andere ran. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft, wir sind ein föderales Unternehmen. Und da muss man sich in solchen Zeiten dann auch gegenseitig stützen. Und darauf setze ich. Auf die anderen in der ARD. Der Vorsitz liegt zurzeit beim WDR. Der Intendant Tom Buro befürchtet noch drastischere Einsparungen beim Programm. Man kann nicht alles nur da erwirtschaften, jenseits des Programms. Und ich habe das immer deutlich gesagt. Und der letzte Vorsitzende hat es auch gesagt. Und genau in die Phase treten wir jetzt ein. Aktuell auch noch das. Ein Aufstand gegen Rundfunkgebühren, schreibt zumindest die Bild. Und bittet ihre Leser immer wieder abzustimmen. Soll die Erhöhung noch gestoppt werden? Die Bild beruft sich auf Widerstand aus der Politik. Die Sender seien zu teuer. Seit Monaten warnt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die Intendantinnen und Intendanten sind gut beraten, unsere Signale dahingehend ernst zu nehmen, dass wir ja nicht wir als Ministerpräsidenten die Entscheidung zu fällen haben, sondern die Landtage. Und in einzelnen Landtagen wächst der Unmut. In Sachsen-Anhalt droht neben der AfD auch die CDU, die geplante Erhöhung zu stoppen. Die FAZ munkelt heute gar, CDU in drei Ländern stellt sich gegen Erhöhung des Rundfunkbeitrags, denn nun seien auch die CDU-Fraktionen in Sachsen und Thüringen dagegen. Dabei könnten die Intendanten entspannt sein, denn den Sendern steht eine bedarfsgerechte Finanzierung zu. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wäre erfolgsversprechend, auch ein Corona-Ausgleich möglich. Aber wäre das ein gutes Signal? Wir sind immer Teil dieser Gesellschaft, integrativer Teil, und müssen im Blick behalten, dass die Dinge, die wir fordern und erwarten, sozial adäquat sind, dass sie unsere gesellschaftliche Legitimation nicht beschädigen und dass wir uns als Teil einer Gesellschaft begreifen, die ja jetzt in der Corona-Krise und in den kommenden Wochen und Monaten noch viele schwierige Situationen erleben wird. Wenn tatsächlich Landtage blockieren und es nicht zum 1. Januar zu einer Erhöhung, zu der geplanten auf 18,36 Euro kommt beim Rundfunkbeitrag, was machen Sie dann? Ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommt, weil ich glaube, dass wir mit unserer guten Arbeit, der von wirklich vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch jeder Abgeordnete kann sich ja davon überzeugen, welche Leistungen wir im Augenblick für die Gesellschaft bringen. Der ARD-Vorsitzende gibt sich sicher und gibt ein Versprechen. Es wird ab jetzt nie mehr aufhören mit dem Reformen und dem Gucken, wo kann man noch wirtschaftlicher sein. Also werden Sie ein neues Sparpapier vorlegen? Also ich rede nicht von konkreten Sparpapieren, aber Sie sehen, was beim Norddeutschen Rundfunk gerade unter Schmerzen beschlossen worden ist und verkündet worden ist. Das werden Sie in der ARD immer wieder an allen Ecken und Enden erleben. Es wird weniger beim NDR und in der gesamten ARD. Weniger Programm. Das große Auslandskorrespondentennetz leistet sich die ARD übrigens weiterhin. Und trotzdem hat die Teheran-Korrespondentin Natalie Amiri ihren Posten jetzt verlassen. Einfach, weil es zu gefährlich wurde. Amiri hat als ARD-Korrespondentin immer wieder geschafft, nah dran zu sein. Bei den Massenprotesten gegen das Regime, wie bei der Grünen Revolution etwa. Oder sie erklärte uns, warum der jüngst von den USA getötete General Soleimani bei den Iranern eigentlich so beliebt war. Jochen Becker und Caroline Schmidt haben sie gefragt, was es heißt, in einem der presseunfreundlichsten Länder der Welt zu arbeiten. In diesem Mullah-Staat war sie eine der wenigen Korrespondentinnen. Natalie Amiri leitete in den vergangenen 5 Jahren das ARD-Studio Teheran und geriet mit ihrer Berichterstattung immer wieder in Gefahr. Andere Journalisten, die wissen, wo die roten Linien im Iran sind, haben mir schon die letzten Jahre gesagt, sie verstehen gar nicht mehr, wie ich mich noch traue, einzureisen, weil eigentlich das over the top war, was ich gesagt habe. Geschichten über starke Frauen. Frauen, die gegen alle Widerstände ihren Weg gehen, erzählt Amiri. Geschichten, die das Regime gerne verhindern würde. Wie auch Berichte über solche Proteste.
Es sind überwiegend sehr junge Männer, oft ohne Aussichten auf einen Job, die protestieren, sich mit den Sicherheitskräften der Islamischen Republik anlegen. Sie scheuen keine Konfrontation, greifen Polizeistationen an, zerreißen Plakate des religiösen Führers. Solche Berichte sind im Iran unerwünscht. Ebenso unerwünscht kritische Journalisten wie Amiri, das ist bekannt. Dennoch kommt die Information überraschend, dass Amiri den Iran nicht mehr betritt. Wir skypen mit ihr in München. Das war gar nicht so sehr meine eigene Entscheidung, sondern eher eine Entscheidung meines Senders. Und der hat sich deshalb dazu entschieden, mich nicht mehr in den Iran einreisen zu lassen, weil es eine Reisewarnung für mich gab vom Auswärtigen Amt. Sie hatten Angst, dass man mich als politische Geisel nehmen wird. Als Faustpfand zwischen den Fronten. Die Spannungen verschärfen sich. Iran, USA. Eine Spirale des Hasses, die Amiris Arbeit immer schwieriger machte. Ich habe selbst zwei Söhne, die ich für den Islam opfern würde. Tod Amerika, Tod Israel. Wir haben immer weniger an Informationen bekommen und auch Reisegenehmigungen oder Drehgenehmigungen wurden immer weniger ausgesprochen. Das heißt, wir kamen kaum noch in die Provinzen und selbst da, wenn wir dann dort waren, hat der Geheimdienst schon auf uns gewartet. Das heißt, es war ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, um einen kleinsten Beitrag zu produzieren. Amiri geriet zusehends unter Druck, wurde vom Geheimdienst in ein Hotel zitiert. Ich musste dann in die Lobby gehen und dann sagten sie, ja, geh in den 8. Stock im Zimmer so und so. Und da saßen die halt alle schon da und die haben mir enorm Angst versucht einzujagen und die wussten alles über mich bis zu meinem Studium, wo ich in Deutschland studiert habe. Und sie haben mir gesagt, dass ich nicht mehr kommen soll und ich habe gesagt, ich werde weiter berichten. Also dann, ihr könnt mich nicht daran hindern, das ist mein Recht darauf. Ich bin als Journalistin hier akkreditiert und ich werde berichten. Doch das Regime will keine Bilder von wütenden Protesten in den Medien, schon gar nicht in den ausländischen Medien. Sie sind seit ein paar Tagen vor Ort. Konnten Sie denn mittlerweile mit Demonstranten sprechen? Nein, immer noch nicht. Das ist uns immer noch untersagt, uns in Richtung der Gebiete zu bewegen, in denen die Demonstrationen stattfinden. Vor zwei Jahren wurde bei der ersten Mai-Demonstration ein Kollege verhaftet, der dann mehrere Wochen im Gefängnis war, der nur als quasi stiller Beobachter da stand, an drei Straßen weiter und das beobachten wollte. Der war weg. Also du darfst nirgendwo dabei sein, wo eigentlich was passiert. Doch Amiri macht weiter, lässt sich nicht einschüchtern. Obwohl sie als Doppelstaatlerin, Amiri hat einen iranischen Pass, besonders gefährdet ist. Ich denke mir immer, ich habe die ARD hinter mir, ja, die stärken mich, die würden mich irgendwie rausholen. Darauf habe ich immer vertraut, dass sie alles in Bewegung setzen würden, wenn mir was passieren würde. Aber wie geht es all meinen journalistischen Kollegen in dem Land, die nicht diese Rückendeckung haben, die niemanden haben, der für sie einspringt? Also berichtet sie weiter, riskiert viel und merkt auf einmal, dass ihre Berichterstattung in Deutschland gar nicht ankommt. Vielmehr geht es um ihr Kopftuch. Sie ist irritiert. Klar hat mich das dann Jahreswechsel 2017, 2018 unglaublich geärgert, als alle Menschen nur über mein Kopftuch gesprochen haben, das ich auf hatte, anstatt mir zuzuhören. Die Menschen gehen gerade für ihre Rechte, für ihre Freiheit gegen das Regime auf die Straße und ihr sprecht über mein Kopftuch? Nach den Erfahrungen im Iran sieht Amiri jetzt Deutschland mit anderen Augen. Diese ständige, nörgelige Diskussion hier macht mich schon manchmal sauer, weil ich mir denke, hey, seid zufrieden zumindest mit dem, was ihr habt. Also es ist ein Riesengeschenk, in dieser Demokratie hier zu leben. Natürlich kann man das immer noch idealer machen, aber es ist ja auch irgendwie dann, wenn man es im Vergleich sieht zu anderen Ländern und dann zu einem Land wie den Iran, denke ich mir, wow, schätzt, was ihr habt. Amiri darf nicht mehr in den Iran. Die Iran-Berichterstattung übernimmt jetzt die ARD-Korrespondentin aus Istanbul. Die Berichte aus dem Iran in der ARD kann das Regime also nicht unterbinden. Und das war's heute bei ZAPP. Im Netz finden Sie bei uns noch ein frisches Interview mit dem Geschäftsführer des Medienportals DWDL über seine Ideen, wie man das durch Corona entstandene Programmloch wieder füllen könnte. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sind feiertagsbedingt in zwei Wochen wieder für Sie da. Tschüss